Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Wir befinden uns in Michigan, in unseren absoluten Wurzeln, beziehungsweise die zweiten Wurzeln, weil wir ja nicht mehr... wir befinden uns... Doch, in Michigan, aber nicht in Black River, jetzt habe ich, sondern Smithville-Talsperre. Da habe ich ganz kurz einen Knoten im Kopf gehabt. Und wir machen jetzt Holz für die Arbeiter fertig. Also, nicht fertig. Fertig können wir es jetzt noch nicht machen, aber Ziel ist es in dieser Folge hier, das einmal fertig machen. So, jetzt müssen wir wieder... ab in den Black River. Hier schnappen wir uns... den Royal BM-17, weil der Caterpillar, der hatte so ein bisschen geschwächelt und das war schon, würde ich jetzt sagen, eine ordentliche, okay, wir müssen außen rum, eine ordentliche Herausforderung für den Western Star, kein Kenworth. Sondern für den Western Star. War das schon eine ordentliche Herausforderung? Ich würde tippen, weil wir hier bei dem Royal BM-17 keine Differentialsperre haben, dass wir hier wieder zurückfahren und über die Stadt entsprechend dann nach Smithville Talsperre. Dann fahren wir dort nämlich auch an einem Tank vorbei. Den hatte ich irgendwann mal abgestellt, vor Jahren. Also wirklich vor Jahren dort abgestellt. Und an dem werden wir uns dann jetzt gleich bedienen. Es war jetzt nicht katastrophal, da oben über den Fluss zu fahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht nochmal dieses Glück haben. Da sind ja auch viele Stämme, das muss man auch sagen, aber ich bleib dabei. Wir fahren den anderen Weg. Genau, also in den letzten zwei Folgen, ich hoffe wirklich, dass ich nicht langweile, in den letzten zwei Folgen haben wir ein bisschen über den Kanal und auch so ein bisschen dieses Thema Monetarisierung gesprochen und über die eventuelle Nichtmöglichkeit, weil ich habe jetzt aktiv keine, also keine wirkliche Kooperationsmöglichkeit, aber dass man in dem Sinne auch hier in diesen Folgen Werbung machen könnte für diverse Produkte und wenn, dann müssten aber diese Produkte sein, und da hatte ich in der letzten Folge einige Beispiele gemacht, müssten Produkte sein, hinter denen ich auch wirklich stehe, und ich weiß auch, das sagen immer alle YouTuber, und wenn dann jemand da ist und plötzlich für Viagra-Pillen mir viel Geld anbietet, dann mache ich es doch. Ich kann nur erstmal von meinen Absichten aus sprechen. Und dementsprechend, ja, wären das nur Produkte, die ich auch euch andrehen könnte, wo ich das moralisch richtig finde. Und dann hatte ich das Beispiel von VPNs, wo ich so etwas nicht beurteilen kann, ob solche VPNs wirklich das liefern, was sie versprechen. Und nicht doch am Ende irgendwie überwacht werden, jetzt sogar von irgendeiner dritten Partei, und die freudig ausliefert die Daten ans FBI, und ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann ich eben alles nicht beurteilen, aber ich kann beurteilen, dass wenn eine Gesundheitsprüfung in Deutschland, die ja relativ hoch ist, sagt, ach wisst ihr was, hier ist ein Energy Drink, da kann ich natürlich auch nicht sagen, ja, das ist nicht mal krebserregend. Kann krebserregend am Ende dann doch sein. Aber das muss ich nicht verantworten. Solange sowas erlaubt ist zu verkaufen, finde ich, geht das. Weil sonst müsste man ja auch
Sonst müsste man jedem Supermarkt, der Werbung für den entsprechenden Energy Drink macht, müsste man ja dann auch dasselbe vorwerfen. Und deswegen finde ich es sowas gut verträgbar, vertragbar, ja, genau. Weil der YouTube-Kanal, der soll schon gewinnbringend sein, aber wird niemals das Interesse, oder ich habe niemals das Interesse daran, dass das mein Hauptberuf wird. Ne? Ich werde immer weiter UX-Designer bleiben, das geht auch mir aus mir nicht raus. Wobei ich, und jetzt drifte ich doch ab in ein anderes Thema, ich schon überlege, ob ich vielleicht doch mal wieder einen Berufsthemenwechsel mache. Ja, das mit meiner aktuellen... Jetzt bin ich doch hier oben lang gefahren. Ah, ich hab gepennt. Ich hab gepennt. Ich habe gepennt. Verdammt. Okay, jetzt sehen wir gleich... Läuft's genauso wie mit dem Western Star oder nicht? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man hier deutlich weiter höher fährt, dass es da sogar mehr Traktion gibt. Ja, wir haben halt keine Differentialsperre, das merkt man ganz, 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 ganz dolle. Die Differentialsperre würde jetzt hier viel mehr bewirken. Man sieht, die Reifen sind unterschiedlich. Und jetzt blockiert hier einer, weil er da an so einem Baumstamm hängt. Ich weiß nicht, wie das ist. Manchmal müsste man sich auf MapRunner müsste man sich das anschauen. Dann könnte man, dort kann man sehen, inwiefern die Untergründe sind. Ob die sehr matschig sind oder nicht. Und manchmal hat man dann das Glück, dass man außerhalb des Weges fährt, welcher nicht extra von den Moddern, von den Map-Designern umgeändert wurde. Also ich könnte mir gut vorstellen, hier vorne, so, hier, wenn das da nicht zu tief ist, könnte das deutlich besser aussehen. So, das Schiffchen läuft. Wir haben hier immer noch die Möglichkeit, dass der Motor überhaupt Sauerstoff bekommt. Aber gut, mit der Winde hier sind ja auch wirklich, wirklich viele Baumstämme. Aber mit der Winde läuft's. Das Holz ein bisschen wässern. So, kommen wir jetzt hier noch mit dem restlichen oder müssen wir da vorne nochmal... So ziehen wir das lang. Also, für vielleicht auch die neuen Zuschauer, weil in den letzten Tagen sind ja auch ein paar neue Zuschauer, zumindest laut den YouTube-Zahlen, YouTube-Analytics-Analytik-Daten, ein paar neue Zuschauer dazugekommen. Und mein Hauptberuf ist, ich bin UX-UI-Designer und konzipiere Benutzer. Konzepte oder designe Benutzerkonzepte für digitale Medien. Also was weiß ich, irgendeine App. Die braucht eine neue Möglichkeit, keine Ahnung. Ein Navigationssystem oder sowas. Und dann überlege ich mir, wie kommt der Benutzer von A nach B innerhalb der App? Wie fühlt er sich zurecht? Und wird er am Ende eine gute User Experience haben, oder nicht? Und setze zusätzlich, also ich habe noch die Zusatzqualifikation
dass ich zertifizierter Anforderungsmanager bin. So könnte man das einfach mal sagen. Es ist keine Ausbildung, sondern nur eine Qualifikation. Also eine Schulung. Und ich behandle dann in dem Sinne, ich überlege mir, jemand hat eine solche, hat einen solchen Wunsch. Ich spreche da immer von Wünschen. Und ich muss das in Anforderungen gießen. Weil oftmals kommen Menschen, das ist sehr interessant, Menschen kommen immer mit Lösungen. Sie sind sehr lösungsorientiert, Menschen. Das bedeutet aber, dass sie selbst manchmal, oder in den meisten Fällen eher gesagt, in den meisten Fällen mit der Lösung nicht wirklich deren Anforderungen erfüllen. Und meine Aufgabe ist es, mit der Objektivität daran zu gehen und herauszufinden, was ist eigentlich deine Anforderung? Was willst du wirklich? Und die Lösung versuche ich dann als UX-Designer und UI-Designer, also sprich, werden alle verstehen, ne? Also UX für User Experience, die Konzepte, und UI, die eigentliche Visualität, Visualisierung und die Umsetzung, das machen dann die Softwareentwickler bzw. Frontend-Entwickler. Und dort arbeite ich für eine Firma, nicht für eine Agentur, sondern für eine Firma, die ihre eigenen Produkte hat. Und jetzt muss man mal kurz einmal schauen, wo muss ich jetzt langfahren? Okay, also das ist natürlich absoluter Quatsch. Wir fahren einmal komplett hier außen rum und dann hier an der Stelle geht's runter. Das ist ja, ich erinnere mich noch damals, fand ich das total, wow, krass, verrückt, da runterfahren, voll die Arbeit. Aber nach Season 13 und den Steinbrüchen von Zerbei lacht man darüber. Genau, und ja, ich habe so ein bisschen ein Problem mit einem Arbeitskollegen, sagen wir es mal so. Und ich kann diesem Arbeitskollegen als solches nicht aus dem Weg gehen. Und ich glaube auch, dass da so eine bisschen, so eine gewisse, ja, ja, ich glaube schon, dass es so eine gewisse Feindseligkeit ihm gegenüber mir ist, weil ich nicht so spiele, wie er gerne hätte, weil ihm der Part des UIs, UX, nicht so wichtig ist. Er ist selber, und er hat eine höhere Verantwortungsposition wie ich. Oder Entscheidungsposition wie ich. Und das heißt, er managt die Ressourcen der Softwareentwicklung. So. Ja, und dann kriege ich nicht die Entwickler oder die Zeiten, die es eigentlich nötig hätte, um die Benutzerkonzepte und die User Experience zu ermöglichen. Und vor allem technologisch ein Problem. Wir entwickeln alles in Java. Und in Sachen Java ist die Frontend-Entwicklung, also meine Erfahrung jetzt nach über 6 Jahren, nicht selbst, ich habe selbst nie Java entwickelt, aber das, was mir meine Kollegen als Feedback so der Machbarkeit zurückspielen, ist es katastrophal. Oder, katastrophal. Und das bedeutet entweder fürchterlich teuer oder es geht halt einfach nicht. Und wenn ich komme aus der Webentwicklung. Das heißt, ich habe 6 Jahre selber war ich Frontend-Entwickler. Und ich weiß, was alles möglich ist und wie schnell vor allem. Und da stellt er sich seit Jahren quer. Jetzt so langsam habe ich von meinen Kollegen gehört, dass da immer mehr auch eine gewisse Bereitschaft dafür sei, eine andere Technologie auszuprobieren. Und aber ich weiß nicht, ob ich das auf die Dauer jetzt noch so mitmachen will, weil ich auch immer irgendwie merke, in der Firma ist scheinbar nicht genug Geld dafür da, um genau
das zu machen. Ist natürlich klar, unsere Kundenkreise sind nicht Millionen, sondern eher 100, vielleicht im besten Fall auch 1000. Da oben ist es. Und da verstehe ich natürlich schon, dass man da auch so ein bisschen Prioritäten setzen muss. Aber wir gehen immer mehr darauf, weniger von, dass es nur Hunderte sind, sondern eher hin zu Tausenden Benutzern. Und dann wird das noch wichtiger und noch entscheidender, gute User Experience und gute User Interfaces zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass mit anderen Worten, das wird nicht wertgeschätzt. Nicht meine Tätigkeit. Es kann sein, dass jemand sagt, ich bin nicht gut. Okay, das ist nochmal was anderes. Jetzt muss ich einmal ganz kurz auf die Karte schauen. Wo fahren wir lang? Wir müssen hier runter. Können wir hier lang fahren? Fahren wir hier lang? Und dann hier nochmal wieder so ein Schlenker nach oben. Okay. Aber wenn man halt in dem Sinne sagt, ja, das interessiert mich nicht, ne? Also wenn Leute sagen, ja, du, das interessiert mich jetzt nicht so, ob das da jetzt so aussieht oder so. Also den Nutzen nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Das wäre so, wie als würde ich sagen, ja, weißt du was, Code-Reviews braucht man nicht. Man muss keinen Code cleanen. Also das mit für diejenigen, die davon keine Ahnung haben, ist ja auch, das klang jetzt ein bisschen doof, für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, wenn man Code schreibt, dann schreibt man den und dann muss man sich damit auch andere Menschen, weil man programmiert ja nicht alleine, muss der Code ja auch wartbar sein für andere Leute, die damit arbeiten. Man hat also so gewisse Code-Guidelines, an die man sich halten muss. Und an diverse Standards. Einfach so, dass man mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ach, weißt du was, ist mir doch eigentlich egal, ne? Das bringt ja nicht, das führt mich ja nicht direkt zum Ziel, dann wäre ich naiv und wäre blind. Und dass diese Blindheit, die merke ich bei meinem Kollegen, der eben eine hohe Entscheidung in diesem Bereich hat. Oh, verdammt. Oh, oh. Oh. Was ist das denn? Wo kommt denn das her? Man kann hier irgendwas... Nein, nein. Und trotzdem... Ah. Nein. Ich habe echt gedacht, das kriegen wir hin. In die Richtung geht nicht. Der Motor läuft noch. Wenn ich das hier rüber ziehe, also hier gibt es auch einen. Der ist aber niedriger. Ja, der ist niedriger. Das würde es nach unten ziehen, wenn der jetzt höher gewesen wäre. Oh, verdammt. Genau einer ist draußen. Damn it. Genau einer ist draußen. Das kann ich nicht verladen. Ja. Kriege ich den irgendwie? Ich kriege den da nicht rein, ne? Keine Chance, oder? Ah, das ist ärgerlich. Okay, das ist wirklich schade und wirklich ärgerlich.
Also, wir schalten erstmal den Motor aus. Schade, dann hätten wir es nämlich jetzt gerade schön mit der Folge, hätten wir es abschließen können. Ist aber nicht. Welches Fahrzeug? Also, wir könnten den Ancatra nehmen. Gut, wir könnten eigentlich fast jeden, der mit einem entsprechenden Kran bestückt werden kann. Allradantrieb, keine. Der hat gar keinen Allradantrieb? Wow. Welches Fahrzeug? Die haben alles nichts. Der Freightliner hat auch keinen entsprechenden Kran. Ich muss mir unbedingt den Mac holen. Ich will den jetzt endlich haben. So, da wurde ich gerade einmal unterbrochen. Also, ich würde mal sagen, wir probieren das mit dem Fleece da. Das werden wir allerdings nicht mehr in dieser Folge machen. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten werden wir hiermit einsteigen. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Wir nehmen sogar mal Schnellgetriebe. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.